hallo Leute und herzlich willkommen zum nächsten Video, ja. Heute auf dem Sonntag, gestern war ein kleines Fail, ja. Das Ganze hatte ich eigentlich angedacht, dass ich das Five Pipes, dieses interaktive Rauchen auf dem Sonntag mache, ja. Habe ich mich verklickt, kam es gestern auf dem Samstag. Gut, dann mache ich heute auf dem Sonntag, wo es eigentlich kommen sollte, das Video. Einfach noch ein Video für euch, ja. Und ihr seht schon, ich sitze auf dem roten Stuhl. Wo bin ich? Ganz klar in Berlin beim Paul, der jetzt schon wieder lecker für uns kocht, ja. Lieben Gruß an dich, ganz morgen was schreien. Servus! Ich hoffe, ihr habt da gehört, ja. Ja, was rauchen wir heute, beziehungsweise was rauche ich überhaupt? Ich habe mir nochmal den Al-Mahmud oder den Al-Mahmud oder Al-Mahmud, wie man das auch mal aussprechen möchte, ja, ich glaube Al-Mahmud, Tabak geschnappt, den Gamm. Und ja, ich würde sagen, wir kommen erstmal nach dem nächsten Zug zum Geruch. Das Ganze habt ihr im letzten Video schon gesehen, das kommt in, ja, in so einer kleinen Naklerverpackung, nenne ich sie mal, ja. Das Ganze ist auf jeden Fall feucht, könnt ihr sofort rauchen. Und ja, schauen wir mal, wie es riecht. Also es kommt schon ein bisschen ran an den Al-Wahagam. Hat eine schöne frische Kaugumminote, eine Wrigley's Kaugumminote. Ein süßer Kaugummi. Ja, und ist ansprechend meiner Meinung nach. Das Ganze rauche ich in der, Paul, was ist das? SKS 680 G-Spot mit Clearbowl, die man jetzt gerade nicht sehen kann. Ja, Tonkopf, Abstandssetup und drei Tomko Gotcha Kohlen. Dem, ja, was ist das für ein Mundstück? Das KS Kristall 2 Mundstück. Alles klar, da wisst ihr jetzt Bescheid, wie wir rauchen, beziehungsweise wie ich rauche. Ja, Kohlen liegen schon ein bisschen drauf. Mal gucken, wie der Rauch jetzt sich entwickelt. Rauch 5 Minuten oder so. Ja, wie ihr seht, das Ganze raucht gut. Wir haben ja auch kompletten Durchzug. Hier ist Fenster offen, in der Küche ist Fenster offen. Überall sind die Fenster offen. Ja. Also können wir schon mal nicht meckern vom Rauch, geht auf jeden Fall klar. Sicher geht natürlich noch ein bisschen mehr, ja. Ich kann ja die Kohlen mal ganz kurz noch ein bisschen verschieben für euch. Ein bisschen weiter in die Mitte. Und dann gucken wir einfach mal, was hier so kommt. Ja. Geschmacklich, Gamm. Also er ist ein bisschen lascher wie der Al-Waha, man schmeckt aber trotzdem eine süßliche Kaugumminote durch, so eine Art Wrigley's, ja. Schmeckt, wo ich am Anfang angezogen habe, so ein bisschen wie so ein leicht ausgekatschter Kaugummi, der aber trotzdem noch relativ intensiv ist. Ja, 50 Gramm kosten 4,50 Euro. Ist eigentlich in Ordnung, ja, dafür, dass er sofort rauchfertig ist oder rauchfertig zu euch kommt. Ja, die Feuerwehr kommt heute mal nicht vorbei, ja. Habe ich mal das Glück, beim Paul kommt die irgendwie immer vorbei, wenn er das Video macht. Vielleicht kommt sie ja in den nächsten paar Sekunden auch noch, schauen wir mal. Ja, und ihr seht, Rauchentwicklung mit mehr Hitze wird immer besser. Und ja, der Tabak ist eigentlich gut, ist ein guter Kaugummi, kommt jetzt meiner Meinung nach nicht an den Al-Wahagam ran, ja. Trotzdem würde ich dem Ganzen so 8 Punkte geben. Ist ein guter Kaugummi-Tabak, also falls ihr einen guten Kaugummi-Tabak sucht und der war vielleicht jetzt... Oh doch, hört ihr das? Die Feuerwehr. ja, ist ein guter Ersatz zu dem Al-Waha, falls es den nicht gibt. Könnt ihr euch mal holen, ja, da macht auf jeden Fall nichts falsch damit. Ja, schmeckt gut. Wir werden gleich noch essen, ich werde dann gleich nach Hause fahren, ja. Das ist jetzt, glaube ich, das 298. Video. Hier unten, wenn ihr auf meinen Kanal klickt, beziehungsweise jetzt das Video seht, da steht, glaube ich, 190 oder so. Das stimmt nicht. Ich habe noch ein paar private Videos auf, ja, Videos auf privat gesetzt. Das ist zum Beispiel der Five Pipes Wassermelone und Blueberry. Deswegen seht ihr das nicht. Ich sehe es aber. Die meisten Leute haben es vielleicht auch bei Facebook schon gesehen. Habe ich einen kleinen Screenshot gemacht. Und ja, nächste Woche Sonntag kommt ein kleines Special. Dann ist ein Jahr Shisha Schmidti schon vorbei. Ja, ich weiß gar nicht, die Zeit rennt so. Da werde ich ein Special für euch machen, werde ich, ja, ich werde es euch nicht verraten, freut euch einfach drauf. Wir sehen uns am Donnerstag wieder,
mal gucken, was ich da mache. Vielleicht bin ich ja nächste Woche noch beim Benni. Und ja, das soll es gewesen sein. Ich bin raus. Paul kocht noch schön. Mit seinem coolen Handschuh. Und ja, ich nehme noch einen Zug und dann bin ich raus. Haut rein, euer Shisha Schmidti. Peace.